Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 30. November. Grüße an dieser Stelle. Hoffe, Sie sind gut aus dem Wochenende in die Woche gestartet bislang. Und wir wollen uns hier gleich zu Wochenbeginn ein Währungspaar vornehmen, das wir am vergangenen Mittwoch schon mal unter die Lupe genommen haben. Hierbei handelt es sich, Sie sehen es, um den Euro gegenüber dem Australdollar, der sich heute ein Stück weit schwächer zeigt. Warum? Weil wir hier die ozeanischen Währungspaare auf der Sieger- oder Gewinnerseite viel mehr haben. Allerdings das alles sehr marginal bislang. Die Wolla aus dieser Hinsicht noch ein Stück weit zurückhaltend im Vergleich zum möglichen Schnitt, der denn hier zur Verfügung steht. Aber der Euro gegenüber dem Australdollar eben auch interessant, weil wir am vergangenen Mittwoch genau diese Zone hier um 1,4650, 1,4670 unter die Lupe nahm, als Support auch definiert hatten. Hier herrührend von den Sommerlevels hatten wir hier einen Widerstandsbereich eine Zeit lang, dann gab es den Ausbruch, dann hier idealer Pullback im Juli an eben genau diese Marke und Sie sahen, Schrägstrich sehen, seither entfernte sich das Währungspaar sehr, sehr dynamisch davon hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals. Es gab dann eine Umkehrbewegung und seither ja, der Euro sichtlich unter Druck, der Australdollar mehr oder weniger stabilisiert und ja, genau das stellt sich hier in Form des Crossrate-Preisverlaufs dar. Wir sehen hier fallende Preise, hier ein entsprechender Rücklauf und ja, das Geschehen hier in der vergangenen Woche ziemte sich zunächst erstmal so an, als würde das Währungspaar hier nach unten wegkippen. Und praktisch tatsächlich den nächsten Support, der hier durchaus auch als Ziellevel benannt werden darf, 1,4360 rund anvisieren. Doch ja, soweit kam es nicht. Es gab einen kleinen Fake nach unten, hier mit einem Tagestief vom 25. eben hier dem Tief bei 1,4586. Seither eine leichte Erholung zum Wochenabschluss in der vergangenen Woche. Und ja, heute haben wir leicht schwächere Preise, aber letztlich achten Sie, man sollte auf das Level um 1,4650 plus minus achten, denn wenn das Währungspaar hier auf oder in diesem Bereich nochmals nach unten durchsacken sollte, dann bestehen ganz klar die Risiken, dass das Währungspaar eben dann doch relativ zügig in Richtung 1,4360, 1,4370 abfällt, zurücksackt bis zu diesem Level und von dort ausgehend wäre dann die nächste Chance zur Stabilisierung gegeben. Aber sind wir, Schrägstrich hält sich das Währungspaar eben oberhalb von 1,4650, dann kann nicht ausgeschlossen werden, dass es eben hier doch durchaus zu einer weiteren Erholung kommen könnte. Ergo der Australdollar also hier ein Stück weit Schwäche erfährt, zumindest in den nächsten Tagen, um dann hier vielleicht, wie hier auch in diesem blauen Tendenzfall dargestellt, dann doch wieder nach unten abzudrehen. Letztlich bleibt oberhalb von 1,4650 ein Rücklauf an dieses Widerstandslevel, einst Unterstützung, jetzt Widerstand um 1,50, 1,5010. Da würde genau dieser Bereich auch eine vorherige Support, eine Unterstützungszone herrühren und von diesem Niveau ausgehend muss dann praktisch weiter ja, entschieden werden, was passiert. Der Abwärtsdruck auf den Euro ist enorm. Wir haben auch EZB-Sitzung diese Woche. Wir haben dann noch die Fed in den kommenden Wochen. Das heißt, hier ist viel Potenzial drin und je nachdem, was die Fed natürlich dann jetzt hier am Donnerstag, die Fed, die EZB am Donnerstag hier entscheiden wird, richtet sich natürlich dann auch hier der Euro entsprechend aus. Grundsätzlich ist eine weitere Verwässerung des Euros war eher anzunehmen als hier eine deutliche Umkehr als solches. Also insofern ist es dann hier eben an der Zeit dann zu sagen, wenn es eine Erholung geben sollte, und das wird sich sicherlich dann in dieser laufenden Woche entscheiden, dann wäre hier kurzfristiges Potenzial bis 1,50 gegeben, das allerdings rein korrektiv und im Gegenzug, wenn der Markt hier neue Preistiefs unter 1,4650 macht, insbesondere hier unter dem Tief vom 25.11., dann muss man hier mit einer weiteren Schwäche rechnen und das wäre rein trendfolgend, rein auch von der Perspektive Euro-Verwässerung, weitere Euro-Schwäche der Tragipat sozusagen eigentlich auch zu präferieren. Das heißt, hier der Erholungsmodus in Richtung 1,50 darf eigentlich hier nur korrektiv und dann als Plan B angesehen werden, wenn überhaupt der Euro bis dahin kommt. Es scheint vielmehr so, als wären neue Tiefs dann eben hier ja, Gradmesser für eine weitere Schwäche, die dann eben in Richtung 1,4360 führen dürfte, führen sollte. Das muss man ganz klar sehen. Diese Ausrichtung gilt als wahrscheinlich. Der Euro, also wenn dann nur korrektiv, jetzt oberhalb von diesem Unterstützungslevel in einem Erholungsmodus. Aber die Präferenz, dass wir hier alsbald neue Tiefs machen, ist dann doch gegeben. Also, wie gesagt, achten Sie mal dann auf diese Woche, was da noch rein kommt an News, an Bewegungen. Wir haben ja auch die Non-Farm-Payrolls am Freitag. Das heißt, hier ist ein kleiner Cocktail am Start, der auch den Euro gegenüber dem Australdollar hier in Wallung halten dürfte. 1,4360. Schauen wir uns das kurz auf dem Wochenchart an. Das wäre
hier dann auch deutlich unter dieser Aufwärtstrendlinie, die wir, wenn wir mal ein Stück weit zurückgehen, hier aus 2012 herrühren können. Schräge Trendlinien haben ein Stück weit schrägen Charakter. Das heißt, wir sehen hier 1,43,60 etwa, wenn der Preis zu diesem Niveau kommt. Und eine ähnliche Situation mit dieser Trendlinie hatten wir hier im Frühjahr des laufenden Handelsjahres. Dann ist das durchaus unter mittelfristiger Sicht hier auch wieder eine Chance, neben dem Tagessupport, den wir da auf Tagesbasis eruiert haben, eben auch hier wieder eine Unterstützung finden zu können. Also der grundsätzliche Aufwärtstrend seit dem Reversal, seit der Umkehrbewegung aus 2011, 12 und 13 betrachtet, hier diese Bodenbildung, auch hier Schulter, Kopf, Schulter, Schulter, sogar eine inverse Schulter, Kopf, Schulter Formation, führte wie gesagt zur Aufwertung, die grundsätzlich jetzt auch noch nicht abgeschlossen sein muss. Wir sehen jetzt hier eine Schwäche, aber das Währungspaar ist hier in diesem Bereich auch relativ gut abgesichert. Einzig dann, wenn es wirklich deutlich tiefer geht als 1,43, also in dem Bereich 1,42, 1,42,50, dann muss man sagen, dann haben wir hier nur noch bei 1,37, 90, 1,38 hier ein Support-Level, bevor es dann wirklich wieder richtig gen Süden gehen kann. Aber wie gesagt, das große Bild ist hier noch in einer Bewegung begriffen. Übergeordnet haben wir gesagt, starke Korrektur gesehen. Jetzt hier die Erholung und der Markt hat eben hier zuletzt mit einem neuen Reaktionshoch geglänzt. Das ist jetzt hier eine scharfe Korrektur, aber die kippt das ganz große Bild noch nicht negativ. Das wäre dann erst der Fall, wenn hier 1,38 nach unten aufgelöst werden würde. Insofern, Intraday, besser gesagt auf Tagesbasis, haben wir eine Korrekturbewegung laufen, die sich weiter fortsetzen kann. Auf Wochenbasis ist das zwar recht scharf, aber alles noch vertretbar. Insofern der Euro gegenüber dem Australdollar sicherlich eine interessante Perspektive für die kommenden Wochen und insbesondere für 2016. Wir werden Sie hier auf dem Laufenden halten, um natürlich weitere Optionen, Chancen auszuloten für den Euro gegenüber dem Australdollar. Und welche es dann gibt, das erfahren Sie dann natürlich genau hier. Ich sage erstmal danke fürs jetzige Dabeisein, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder, 9:30 Uhr zur bekannten Zeit. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.